Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 4. Zusammen mit mir, dem Stier, dem Dr. Axo. Vielen Dank für euer heutiges dabei sein. Ja, die gute Amanda Schmelanda. Ja, die kann auf jeden Fall sehr gut Klavier spielen. Nein, kann sie nicht. Deswegen muss doch gleich ins Bett. Ja, dann geh mal ins Bett. Schlafen. Nein, hör auf, du hast genug geübt vorne. Abgeschlossen, ja. Level 2 der Gitarren- oder Geigenfähigkeit. Nein! Sie muss jetzt auch noch Gitarre lernen. Ich dachte, das reicht, wenn sie Klavier kann. Aber allem Anschein nach reicht das nicht. So, der kleine Raxo hat Bedürfnisse. Würde ich ihm aber auch sagen, gönnt er sich nochmal einen Grillkäse, aber mehr braucht er, glaube ich, gar nicht. Nee, braucht er nicht. Dann erledige deine Aufgaben. Haben wir einen Auftrag? Nee, haben wir nicht. Da kann ich mir auch einfach mal einen nehmen. So, was gibt's denn für... Oh mein Gott, 2000. Huh, den müssen wir annehmen. Designdokumente studieren. Das mache ich gleich mal, Leute. Denn ich glaube, das wird nice, wenn wir das hinkriegen. Du musst jetzt aufhören zu schlafen. Sonst verpasst du noch, wie du so arbeiten musst. Eure Leistung ist nur durchschnittlich. Introvertiert, ein Sim 24 Stunden keinerlei soziale Interaktion ausfüllen lassen? Hatte ich das nicht schon mal? Und das Raxo wirklich 24 Stunden nicht mit der geredet? Wow. Charakterkonzepte auf Grafiktablet zeichnen. Hat er gerade random ein Bild angefangen? Können die das tun? Können die einfach random Geld ausgeben? Oh mein Gott. Nein, Leute. Oh wow. Unklare Anweisungen, weil Anweisungen studiert hat. Da muss das vielleicht nochmal machen. Nice. 200. Ja, immerhin hast du plus gemacht, ne? Danach duschst du mal nachdenklich, denn ich will, dass du inspiriert bist. Ja, dann bist du besser am Arbeiten. So, Amanda Schmelander, du musst doch jetzt zur Arbeit, oder hast du heute frei? Ach so, stimmt, die muss jetzt immer nur um 17 Uhr zur Arbeit. Und er ist selbstsicher. Na super, natürlich ist er selbstsicher. Dann studiere noch mal die Designdokumente, denn ich will nicht, dass du irgendwas falsch machst. Und ich will auch nicht zu viel Geld ausgeben. Amanda, kannst du es mal kurz reparieren? Das wäre sehr nett von dir. Und ich mache gar nichts. Waren die Anweisungen jetzt gut? Klare Ziele, weil Anweisungen studiert hat. Perfekt. Was sind denn... Ach so, stimmt. Diese ganzen Pflanzsachen. Freelance. Charakterkonzept. So, bitte sei gut. Bitte sei ein nices Charakterkonzept. Die Technikfähigkeit erworben. Qualität normal. Ja, dann wird es nicht ausreichen. Ja, so geht es mir auch den ganzen Tag. Ja, die arbeiten natürlich nicht den Qualitätsstandards. Das habe ich mir schon gedacht. Man muss halt, glaube ich, einfach inspiriert sein. Dann lasse ich einfach mal die Zeit kurz vergehen. Und lass ihn dann nochmal duschen. Einfach nochmal nachdenklich duschen. Oh Gott, das ist schmutzig. Hoffentlich funktioniert es trotzdem. So, Freelance, Charakterkonzept. Bitte. Das musst du auch hinkriegen, Raxo. Ach so, er zeichnet da weiter. Oh, Alter. Jetzt ist sie kokett. Nochmal ein paar sexuelle Interaktionen gehabt. Hör auf zu reden. Ich muss zeichnen. Normal. Ja, das wird auch nicht ausreichen. Ich brauche Level 7 dafür. Oh, sie wird angerufen. Manuel L. Jackson, sorry. Ah, das hat funktioniert. Ist abgenommen. Nice, oder? Dann machen wir nochmal ein Charakterkonzept. Denn dann kriegen wir ordentlich Geld. Raxo, du musst zeichnen. Das ist dein scheiß Job. Gott, die Gespräche sind im Verschnellert immer so seltsam. Hör auf! Du musst weiterzeichnen. Und Amanda muss gleich zur Arbeit. Amanda Schmelanda. Meisterwerk! Das ist 200 wert. 3000. Abgenommen, das genauso zu versuchen.
Leistung erbracht und Kundschaft zufriedengestellt. Letztendlich hat es sich doch bezahlt gemacht, die Launen der Kunden und die Krämpfe im Finger zu ertragen. Neben einem höheren Vergütungssatz enthält er außerdem noch Belohnungen. Besser als 2 Gemälde, Auszeichnungen hochrangiger Freelancer, höheres Honorar. Jobagentur? Hey, ich habe doch gerade erst einen Auftrag beendet. Jungs, jetzt sei doch mal hier nicht so spießig. Stromkastenkunst. Mit Kunden treffen? Was? Okay, habe ich scheinbar schon gemacht. Bild in einem beliebigen Stil auf ein Grafiktablet kreieren. Okay. Dann mache ich mal wieder ein abstraktes Gemälde. Mal, Raxo. Mal. Mal ein zufriedenstellendes Gemälde. Ausgezeichnete Qualität. Mit Kunden treffen. So, bitte seid zufrieden, wenn ich das so mache. Komme ich gleich zurück? Kann ich fleißig arbeiten? Kann sie fleißig arbeiten? Sie kann fleißig arbeiten. Habe ich hier schon angeklickt? Ja, habe ich schon. So, also habe ich den Job jetzt bekommen? Was muss ich denn noch machen? Mit Kunden treffen findest du die Option der Kategorie Freelance. Hä, habe ich doch schon gemacht. Hat er das früher abgebrochen? Habe ich aus Versehen auf früher abbrechen gedrückt? Ach, guck mal. 200, sie ist jetzt auch wieder da. Und du bist müde, verständlicherweise. Muss auch ein Job sein. Kommst du nach Hause, musst direkt schlafen und hast trotzdem den ganzen Tag frei. Und mir geht's nicht gut, verständlicherweise. Füge ich das direkt mal meiner Story hinzu. Yay, Geld! Jetzt haben wir schon 7000. Dieser Job ist irgendwie voll leicht. Mach schnell, dann hast du mehr Follower. Mehr Follower. Und es ist einfach schon wieder hell. Und die Smart Maid ist schon wieder wach. Wie geht's? Nein. Ich wollte eine Einzelportion machen. Keine Familiengröße. Aber igitt. Schimmelige Sachen. Die will ich in diesem Haushalt nicht haben. Säubern und danach duschen. Und ich penne weiter. Danach muss ich aber zocken. Blickblock spielen, ein Anfängerturnier teilnehmen. Ah, die Turniere, aber dafür bin ich noch nicht gut genug, Leute. Ich hoffe, in Sachen Audioqualität ist es auch besser als in den ersten Folgen, denn da hat es ein bisschen Gehalt, aber ich glaube, die Musik konnte das auch halbwegs ausblenden. So, ich wollte euch nochmal kurz mein Konzept zeigen von dem, was ich mit diesem Haus vorhatte. Ich wollte halt einfach hier nochmal eine Etage obendrauf klatschen und das hier in eine Terrasse umwandeln, denn ich finde, das sehe dann schon ganz schön aus, wenn ihr mich fragt. Ich finde das sehr nice aus. Und ja, ich weiß nicht, wie viel Geld wir dafür brauchen. Ich will jetzt auch nichts Halbfertiges obendrauf haben. Deswegen spare ich mal so auf ca. 20.000, damit wir zumindest schon mal die Etage haben. Ist ja nicht schlimm, wenn wir das dann nicht betreten können. Dann hätten wir es halt immerhin. So, hör auf zu pennen, Alter. So, du kannst jetzt, weil du inspiriert bist, üben. Üben. Denn du bist nicht so gut in Musik. Qualität ist aber ausgezeichnet, Alter. 7 Stunden bis zur Arbeit. Und was mache ich da? Ich zock einfach nur. Jetzt muss ich auf Toilette. Ich finde es aber gut, dass sich der Spaß immerhin so schnell auflädt. Oh, jetzt muss ich mir alle Bedürfnisse hier erfüllen. Danach muss ich mich auch wieder duschen. Aber ich finde es so witzig, dass man einfach nur für 3 Euro hier am Tag... Wer zur Hölle bist du? Oh, ich kann jetzt Blueslieder spielen. Und wie klingt das mittlerweile? Naja. Ach Leute, wollt ihr nicht mal aufhören damit? Und wer zur Hölle bist du? Nach Hause schicken. Tschüss. Oh, ist jetzt abgebrochen. Aber egal. Dann dusche ich nochmal. Ich dusche nachdenklich, oder? Nein, ich dusche nicht nachdenklich. Hör auf zu duschen. Du musst nachdenklich duschen. Jetzt ist er inspiriert. Perfekt.
Denn ich will jetzt mal keinen Auftrag nehmen. Ich will jetzt einfach nur meine Kunst weiterführen. Und ein abstraktes Gemälde zeichnen, während ich inspiriert bin. Denn wenn man inspiriert ist, dann zeichnet man bessere Sachen, Lode. Alter, sieht schick aus. Alter, das war eine Nachricht. Och, Lode, ich bin so gut in Zeichnen. Ich wäre auch gerne echt so gut darin. 400! Nice. Obwohl, das will ich gar nicht verkaufen. Ich finde, das sieht schick aus. Ah, Mann, hört auf mir zu schreiben. Bla bla. Thiel schreibt mir. So, dann kopiere das einfach mal, denn ich will das. Kommt wahrscheinlich jetzt ins Inventar, ne? Ich habe da jetzt zwei von, was? Großes abstraktes Gemälde. Wow, was habe ich denn da Feines gezaubert? Das müssen wir jetzt an Wänden aufhängen, die man halt immer sieht, ne? Aber wow, das sieht echt schön aus. Das hier finde ich wirklich, wirklich schön. Kann man vielleicht irgendwie das Fenster verschieben? Hm. Scheinbar nicht. Wait, kann man das vielleicht im Baumodus machen? Ja. Geht doch. So. Wohin können wir denn das Bild hier hängen? Hierhin. Obwohl, da sieht man es überhaupt nicht. Da müssen wir vielleicht mal eine Lampe dahin klatschen. Alarm. Es gibt Alarme. Rauchmelder. Ja, sollten wir vielleicht auch mal hier anbringen. Haben wir das schon ein? Ach so, wenn das so ist. Dann brauchen wir nur noch eine kleine Deckenlampe. Das ist keine Deckenlampe. Eine Stehlampe? Wieso gibt es denn so viele Stehlampen hier? So, zack. Ja, sieht doch ganz schick aus, oder? So eine Ballonlampe. Wie lange bin ich denn noch inspiriert? Und das kann ich verkaufen. Nice, Alter. Ja. Was kann ich denn noch mal machen? Ich mach mal ein Pop-Art-Gemälde. Zeichne los! Um dich zu unterhalten. Du musst zeichnen. Zeichne das Pop-Art-Gemälde. Immer noch 2 Stunden. Oh man, da ist bei der Arbeit. Alter. Och Gott, das ist halt so gar nicht mein Stil. Eigentlich ist gar nichts mein Stil. Lol. Nochmal Geld, Leute. Wir werden reich. Wir werden einfach nochmal freaking reich. Okay, vielleicht sollten wir den Kronleuchter mal verschieben. Ah, ich kann ihn gar nicht verschieben. Denn sonst ist er ein bisschen im Weg. Einschalten. 200 mit nach Hause. Yay, dann penn mal. Ach man, Leute. Irgendwann werden wir eine Familie gründen. Ich weiß nur noch nicht wann. Ich bin noch nicht bereit für diesen Schritt. Oh, ich bin aufgewacht und ich bin immer noch inspiriert. Familienessen zubereiten. Wir sind immer noch zu zweit, Raxo. Dann machen wir trotzdem einen Grillkäse. Ein Grillkäse. Ja, Otherolly. Was auch immer. Bis zur nächsten Altersstufe sind noch 13 Tage. Ich dachte, das vergeht langsamer. Und bei ihr sind es noch 18. Ich bin 5 Tage älter als sie. Nice. Oh, ich wollte sowieso auf die Toilette klicken, aber wenn das so ist. Wie, dann bin ich noch inspiriert. 3 Stunden. Ist noch genug für ein abstraktes Gemälde. Und das hier ist Marito wirklich schön. Die Farben gefallen mir sehr. Ist das genau dasselbe? Scheint nicht so viele Gemälde zu geben in diesem Spiel. Wow. Was zur Hölle ist das? Ist aber genau dasselbe. Aber ich habe viel Geld bekommen und das reicht mir auch wieder aus. Ach du Kacke. Ja, erstmal die Toilette reparieren.
Das war's dann auch gleich schon mit der heutigen Folge. Mal etwas kürzer. Ich hoffe trotzdem, es hat euch gefallen. Falls ja, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Falls nicht, könnt ihr natürlich auch gerne einen Daumen nach unten geben. Aber schreibt mir auch bitte in die Kommentare, was ich falsch gemacht habe, damit die mich verbessern können. Ich würde sagen, wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge von Sims 4 wieder. Und ja, tschüss!